Anlässlich des 7. Aktionstages zur weltweiten Genitalverstümmelung am 7. Mai 2024 danke ich Mogis dafür, erneut mit einer Videobotschaft zu diesem wichtigen Thema beitragen zu dürfen. Denn Fakt ist, Genitalverstümmelung ist grausam, für die Betroffenen ein vielfach traumatisierender Eingriff und sie hat oftmals schwerwiegende körperliche und seelische Folgen. Genitalverstümmelung ist kurzum eine Verletzung von Menschenrechten. Insbesondere die Praktik der weiblichen Genitalverstümmelung ist in jeglicher Form international als schwere Menschenrechtsverletzung anerkannt. Aber warum ist das Thema auch für uns in Deutschland so wichtig? Ja, wenn wir nun denken, dass uns Genitalverstümmelung in Deutschland nicht betrifft, dann liegen wir schlichtweg falsch. Denn auch hier leben laut einer Dunkelzifferschätzung der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes über 100.000 Mädchen und Frauen, die von Genitalverstümmelungen betroffen sind. Für mich als Kinderbeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion auch heutzutage immer noch unvorstellbar. Laut einem UNICEF-Bericht vom März 2024 haben sogar über 230 Millionen weltweit lebende Mädchen und Frauen weibliche Genitalverstümmelung erlitten. Dieses Thema geht uns daher wirklich alle etwas an. Und an dieser Stelle müssen auch insbesondere wir Frauen und Mädchen gemeinsam zusammenhalten. Wir sind uns sicherlich alle bei folgender Aussage einig. Alle Menschen haben das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Blicken wir außerdem noch auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, auf die UN-Kinderrechtskonvention und auf das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, wird doch sehr schnell deutlich, dass Genitalverstümmelung der Menschenwürde, dem Recht auf körperliche Unversehrtheit oder den persönlichen Freiheitsrechten und auch der Gleichheit aller Menschen mehr als entgegensteht. Und das ist auch richtig, denn diese Organe sind doch hochgradig sensible Teile des menschlichen Körpers. Jeder operative Eingriff kann zu Einschränkungen oder sogar Verlust von Empfindungsvermögen und sexueller Funktionsfähigkeit führen. Im Klartext heißt das auch, und das ist mir als Kinderbeauftragte auch wirklich sehr wichtig, alle Kinder und Jugendlichen, ob hier in Deutschland oder weltweit, bedürfen an dieser Stelle einen besonderen Schutz. Denn Kinder und Jugendliche, die sind doch noch gar nicht in der Lage, die sexuelle Tragweite einer Operation an den Genitalien wirklich zu erfassen. In ihrer Meinungsbildung hängen sie noch stark von ihrem sozialen Umfeld ab und häufig, da dürfen sie nicht mal ihre eigenen Wünsche gegenüber ihren Familien äußern, geschweige denn durchsetzen. Schon allein deshalb müssen wir sie vor derartigen Eingriffen schützen. Für mich als Kinderbeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion ist daher auch aufgrund dessen nochmal umso wichtiger, die Kinderrechte in unserem Grundgesetz noch in dieser Legislaturperiode zu verankern. Kinderrechte zu stärken würde auch die genitale Selbstbestimmung von Kindern und Jugendlichen erheblich stärken. Da es in puncto Kinderrechte aber noch ein bisschen langsam vorangeht, bitte ich Sie alle, das Vorhaben, starke Rechte ins Grundgesetz weiterhin zu unterstützen. Und lassen Sie uns alle gemeinsam weiter über das Thema aufklären und es stärker in das öffentliche Bewusstsein rücken. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag und haben Sie vielen Dank.